Ja, ich fand ganz spannend, lieber Andreas, dass du den Untertitel gewählt hast, An die Wurzel gehen. An die Wurzel gehen hört sich so nach Zahnarzt an, finde ich, und so nach dem Motto, eine Behandlung muss sein. Und übertragen wir das auf die aktuelle Situation des Landes, dann ist das eben auch mit dem Abfall so. Ich würde ja den Abfall gerne ausschließlich Wertstoffe nennen, aber leider sind wir da noch nicht. Das liegt daran, dass wir natürlich an der Wurzel immer noch sehr viel falsch machen, und zwar Produkte nicht so herstellen und übrigens auch Häuser nicht so herstellen, dass sie eben recycelt werden können und dass die Materialien wirklich als Rohstoffbank dienen, also Häuser auch als Rohstoffbank dienen. Und Häuser und Bauen und Abriss von Häusern ist heute ein riesiges Müllthema. Also die größte Müllmenge entsteht eben im ganzen Hausbereich. Und wir haben natürlich viel angefangen. Wir haben in den 80er Jahren angefangen, Müll zu trennen und die erste Basis für Wiederverwertung gelegt. Aber wir reparieren eben noch immer nicht an der Wurzel, um mal bei der Zahnarztanalogie zu bleiben, sondern wir haben den Zahn erstmal ausgebessert. Um ihn aber wirklich zu erhalten, reicht das eben nicht. Denn, das wissen alle, wir haben heute ein Recyceln, was in der Regel ein Downcyceln ist. Und weil die Materialien eben auch nicht sortenrein trennbar sind, kann das Rezyklat eben auch häufig nur von minderer Qualität sein. Und was ganz wichtig ist, und das ist gerade für die Kommunen wichtig, der Schadstoffgehalt da drin eben ein Problem für die Gesundheit auch sein. Und das haben wir also in den Gebäuden. Durch immer dichtere Gebäude sind die Materialien, die da drin verwandt werden, dann eben auch ein Problem zum Beispiel für die Raumluft. Wir haben heute sehr häufig in Gebäuden eine schlechtere Raumluft als draußen. Und das hängt mit der Materialauswahl zusammen. Und Andreas Matten hat es eben schon erwähnt, Plastikmüll im Meer, unser Elektronikschrott in Ghana, das haben wir auch schon gesehen, wie da irgendwelche Kinder und Arbeiter versuchen, noch irgendwelche Rohstoffe rauszugewinnen. Oder eben auch, ich sag mal, die geliebte Elektromobilität, Kobaltminen im Kongo, ja, wo Kinderarbeit und schlechteste Arbeitsbedingungen dann eben diesen sehr, sehr raren Rohstoff rausholen. Da wird uns eben vor Augen geführt, dass wir eine Produktwelt haben, die, wenn wir die so weiter betreiben, eben komplett in die Sackgasse führt. Cradle to Cradle ist eben die Idee, und zwar als gesellschaftliches Gesamtkonzept, ein Designkonzept, was Abfall gar nicht kennt, sondern jeden Stoff als Nährstoff betrachtet. Jeder Stoff muss gut für ein neues Produkt sein. Und es gibt eben drei Prinzipien. Abfall ist eben Nährstoff, Nährstoff ist Nährstoff. Es sollen nur erneuerbare Energien genutzt werden. Und was ganz wichtig ist, auch das wird sehr häufig vergessen, weil sehr häufig nur über die Technik diskutiert wird, wir müssen die biologische und kulturelle Vielfalt zelebrieren. Denn nur durch die Vielfalt bekommen wir bestimmte Dinge gelöst und auch Ideen, wie man an Dinge herangehen kann. Das heißt, die reine Effizienz im Sinne von, dass man das Material, was man vorher für ein Produkt genutzt hat, etwas weniger macht, hilft uns in vielen Punkten eben nicht. Wir müssen Produkte ganz neu erfinden. Wir haben ganz oft Verbundmaterialien, wo man sagt, na, dann nehmen wir ein bisschen mehr Plastik, weniger Plastik, also zum Beispiel gerade bei Verpackungen. Dann sind die aber so dünn, dass man sie eben dann auch gar nicht mehr abtrennen und nutzen und wieder recyceln kann. Das heißt, es ist das falsche Konzept, nochmal ein bisschen effizienter gemacht. Das hilft eben nicht. Wir müssen also Dinge neu erfinden, neu machen, veränderte Produktionsprozesse, die dann eben uns helfen, die Rohstoffe wieder zu verwenden und wie Andreas Mattner das eben schon gesagt hat, auch eben das, den Energieaufwand dadurch natürlich auch erheblich zu reduzieren, dass wir die Rohstoffe einfach wiedergewinnen können, dass sie eben nicht in Verbundmaterialien sind, sondern dass sie eben leicht rauszulösen sind. Also die Designer, die Entwickler, aber auch die Marketingleute sind in der Verantwortung, die Produkte neu zu erfinden, die Häuser so zu designen. Das ist ganz wichtig jetzt bei dem Bauboom, den wir haben, auch mit den Baugesellschaften, die Konzepte so zu entwickeln, dass wir eine Materialauswahl haben, die positiv ist. Also dass wir ein Haus bauen,
wie einen guten Kuchen, wie ein Backrezept für einen guten Kuchen. Da sagen Sie auch nicht, der Kuchen ist frei von Hähnchen. Ja? Wenn man dann also sagt, wir haben wir keinen Antimon drin oder kein PVC drin oder sonst was, sondern Sie bestimmen positiv, was für Materialien drin sind, wie Sie sie zusammenpacken und wie Sie sie lösen können und wie gesund die auch für Ihre Bürger sind, die da drin wohnen. Das hat enorme und sehr positive Folgen für die Umwelt und das hat aber auch Konsequenzen für Sie in den Kommunen, nämlich die Frage, brauchen wir denn 2030 zum Beispiel noch eine Müllverbrennungsanlage, wenn wir die Produkte so designen, fällt dann auch weg, weil wir die Materialien wiederverwenden. Oder Verpackung, wenn wir sie nur noch aus einem Material herstellen, zum Beispiel Nylon, was eben unendlich wiederverwendbar ist, ist zum Beispiel auch ein wichtiges Punkt. Wir müssen nicht immer darüber diskutieren, gar kein Plastik mehr, sondern wir müssen das richtige Plastik nutzen und dann nur eine Sorte und kein PVC zum Beispiel, was immer noch zu 2% in Verpackungen drin ist, nutzen, weil das die gesamtliche Recyclingquoten kaputt macht. Und wenn man sich Häuser anschaut, auch in den Kommunen, ein gutes Beispiel ist Rathaus in Venlau, was gebaut worden ist, spart sogar Geld und das Material kann man eben, wenn das Haus nicht mehr benutzt wird, tatsächlich wiederverwenden. Ganz wichtiger Punkt, Service einzusetzen, das heißt, Sie kaufen nicht mehr bestimmte Produkte wie Solaranlagen, sondern Sie kaufen nur noch Lichteinfangen und mieten eben die Anlage so lange, wie Sie eben Licht einfangen oder eine bestimmte Menge an Licht einfangen. Und dann hat der Hersteller der Solaranlage die Verantwortung, die Materialien so zu gestalten, dass er sie wieder nutzen kann. Und Sie haben auch den Vorteil, dass die Solaranlage wahrscheinlich viel länger funktioniert. Wir haben das tatsächlich, als wenn Sie die kaufen und selber die Reparatur am Hals haben. Das möchte ich gerne mit meinen beiden Diskutanten diskutieren. Und da habe ich eben ganz besonders Professor Kechele, den Vorsitzenden der Deutschen Umwelthilfe, der eigentlich von Haus aus Agraringenieur ist und im Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung ZALF in Müncheberg in Brandenburg forscht und eben Professor für Umweltökonomie an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde ist. Die Deutsche Umwelthilfe ist zwar bekannt jetzt in den letzten Monaten über die Frage der Klagen der Fahrverbote, aber sie macht eben auch ganz viel zum Thema Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft und fördert eben Lösungsansätze. Deswegen werden wir daran diskutieren. Und Herr Herbert Wilms, der Geschäftsführer der Remondis Abfallgruppe, der verantwortet die Bereiche Marketing, Kommunikation und Public Affairs in der Remondis-Gruppe und ist außerdem Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungswasser- und Rohstoffwirtschaft und im Rohstoffwirtschaftsvorstand des BDI, also in der Arbeitsgruppe Rohstoffwirtschaft dort im Vorstand. Und an ihn richte ich jetzt auch gleich die erste Frage, Herr Wilms, wenn wir anschauen, Sie sind eines der größten Unternehmen überhaupt auf dem Entsorgungs- und Recyclingmarkt, also ein richtig großer Player. Haben Sie das in der Hand, dass wir aus der Abfallwirtschaft tatsächlich eine Wertstoffwirtschaft machen? Ja, in der Tat, wir sind ziemlich groß in Deutschland, aber in Europa gibt es da durchaus auch noch größere und auf der Welt auch noch ein paar. Die Frage fängt in der Tat vorne beim Produkt an. Sie haben das zu Recht geschildert. Produktdesign entscheidet darüber, ob wir später mit dem Material etwas anfangen können. Unser neues Credo lautet, was der Mensch verbindet, das soll er auch trennen können. Also quasi so als Leitsatz. Ja. Ah, die Katholiken unter Ihnen wissen, was wir machen. Genau. Auch die Protestanten, Peter Harry, genau. Sehr gut. Also das Prinzip des Designs muss sein, dass wir etwas so zusammenbauen, dass wir es nachher wieder trennen können. Und das gilt übrigens dann auch als positives Indiz dafür, dass man es reparieren kann. Denn wenn ich es auseinanderbauen kann, dann kann ich es auch reparieren. Und dann kann ich später am Ende der Nutzungszeit auch tatsächlich wieder in einen Rohstoffkreislauf zurückführen. Meine Unternehmensgruppe bringt heute 30 Millionen Tonnen Rohstoffe zurück in den Kreislauf. Das hört sich ziemlich viel an. Aber in der deutschen Industrie werden nur 14% des Rohstoffbedarfs heute aus Rezyklaten, aus Recycling-Rohstoffen genutzt. Da ist noch ganz viel Potenzial drin, da muss noch ganz viel passieren. Und ganz viel an Ideen und Innovationen entsteht aus Not heraus. Sie haben das Thema der Gebäude angesprochen. Ich sage Ihnen mal zwei Ecken, aus denen die Not kommt. In unserer Sprache gibt es einen Ausdruck dafür, wenn man von etwas ganz besonders viel hat, dann sagt man, davon hat man so viel wie Sand am Meer. Und genau das wird gerade knapp. Erstaunlicherweise wird der Sand knapp. Wir denken an die Wüsten, wir denken an die endlos weiten Strände.
Aber in Wahrheit ist es so, die Chinesen haben in den letzten 3 Jahren so viel Sand verbaut wie die Amerikaner in den letzten 100 Jahren. Ja, das bedeutet, der Sand, der letztlich aus Flüssen und an Meeren entsteht, ist der einzige, den man verbauen kann. Den Wüstensand kann man aufgrund seiner Struktur nicht verbauen. Deswegen wird auf einmal der Sand knapp und in Marokko wird erheblich der Sand geklaut. Ganz ernsthaft landen Schiffe da an und saugen den Sand ab. Wenn Sie sich das angucken, was auf der Welt gebaut worden ist, die wunderbaren Palminseln, die Sie aus Abu Dhabi kennen, das sind Inseln, die sind gebaut worden aus Sand, der vor Australien abgebaut worden ist. Also Sand wird ein knappes Gut werden. Es ist also klug, Gebäude heute so zu konstruieren, dass man morgen diese Gebäude wieder als Rohstoffquelle nutzen kann. Und über Energiewende wird in Deutschland viel gesprochen. Eine Auswirkung der Energiewende ist, dass uns eine wesentliche Quelle von Gips fehlen wird. Die Rehagipse, die heute in den Rauchgasreinigungsanlagen der Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke entstehen, werden dann nicht mehr entstehen. Dann wird man mit anderen Ländern darüber verhandeln müssen. Den Harz abtragen war noch eine Lösung, die wir eben diskutiert haben. Ja, wir können auch nach Russland gehen, da gibt es auch große Vorkommen. Leider haben die in der Nähe von Atomtestgebieten aufgebaut. Also wenn sie den im Haus verwenden, kriegen sie so ein strahlendes Lächeln ins Gesicht, was keiner haben will. Also das heißt, darüber werden wir uns unterhalten müssen, nämlich wie wir zukünftig auch die verbauten Gipse in den Häusern so verbauen, dass wir möglichst nicht allzu viel Tapete da drauf kleben, sondern nachher sortenrein wieder da rankommen. Und dann wird in der Tat ein Haus eine Lagerstatt von Rohstoffen. Rohstoffen, die in der Welt immer knapper werden und Rohstoffe, die deswegen, weil sie immer knapper werden, auch immer wertvoller werden. Wir leben in einem Land, das ein Industrieland ist, ein industrielles Herz hat, das viele Rohstoffe braucht und verbraucht, aber außer Sand, Stein, ein bisschen Kies und Kohle, die keiner haben will, haben wir in der eigenen Erde nichts. Also müssen wir sagen, wie kommen wir denn an Rohstoffe aus anderen Ländern, die dann möglichst hier bleiben, und zwar so, dass wir darauf zugreifen können in Form eines gesicherten Zugriffs, wo wir Recycling-Rohstoffe zu eigenen heimischen Rohstoffen machen. Ja, vielen Dank. Ich denke, da kann eben Remondes viel zu beitragen. Und wenn ich jetzt Herrn Kechle frage, wer ist denn dann eigentlich verantwortlich? Ist es Politik, sind es Unternehmen, sind es Verbraucher? Wie kommt man da jetzt eigentlich ran? Wir haben bei der Vorbereitung vereinbart, Sie darf mich fragen, was Sie will, und ich rede über, was ich möchte. Das werde ich jetzt machen. Ich habe vorhin, Herr Habeck hat mir aus der Seele gesprochen, der hat gesagt, was soll ich eigentlich jetzt hier beitragen? Ich bin jetzt eingeladen auf ein Podium, wo es um Cradle to Cradle geht, da ich sehe die Frau überhaupt in Deutschland. Dann haben wir hier jemand aus der Abfallwirtschaft, die wirklich federführend dieses Thema bearbeiten, und wir sind ein Umweltverband. Und ich selber, Sie haben das gerade gesagt, ich habe eine Professur für Umweltökonomie, da geht es im Wesentlichen darum, wie kriege ich denn die Leute dazu, das zu tun, was wir alle wissen, was wir tun müssen, und keiner macht's. Und die Deutsche Umwelthilfe versteht sich als Motor, die Leute dazu zu bringen, das zu tun, was wir wissen, und keiner möchte es machen. Ich habe gestern festgestellt, dass wir das relativ erfolgreich machen. Bestimmte Bürgermeister, soll ich sagen, die haben so eine gewisse Fluchtdistanz. Ich habe es bei ein paar überwunden. Und dieses, wie kriegt man Leute dazu, was zu tun, da gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit, das ist mit den Fahrverboten, was wir da machen, das ist, dass man mit einer auf etwas ruppige Art und Weise versucht, dem Gesetz, das, was wir mal beschlossen haben, was wir möchten, es geht um Gesundheitsschutz, es geht um Menschenleben, dem Gesetz Genüge zu tun. Und es gibt aber den anderen Weg, und das ist eigentlich der Weg, der mir sehr wichtig ist, dass wir miteinander anfangen zu reden. Und was Sie vielleicht nicht wissen, was bestimmte Bürgermeister nicht so wissen, wir haben vielleicht 30% unserer Aktivitäten ist dieses eher Ruppige dazu bringen. Manchmal muss man halt zum Glück gezwungen werden, aber 70% sind wir ernsthafterweise in Dialogprozessen unterwegs. Und ich habe mir jetzt erstmal, ich bin Agrarökonom, komme nicht aus der Bauwirtschaft, habe mir mal das Problem angeguckt. Wie groß ist denn das Problem, was wir mit Cradle-to-Cradle-Lösungen, das propagieren wir auch massiv, lösen möchten? Wir haben in Deutschland, Sie werden es vielleicht wissen, aber wir haben 21 Millionen Gebäude. Ich wollte es einfach hier nochmal gesagt haben. Zum Glück hat es heute Morgen noch keiner gesagt, das habe ich mir angelesen, habe gedacht, wahrscheinlich, bis ich dann dran bin, hat es schon mal jemand gesagt, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll, aber ich darf es trotzdem jetzt loswerden. Das sind 18 Millionen sind Wohngebäude.
Von den 18 Millionen Wohngebäude sind 70% älter als 1978 gebaut. Vor 1978, wo noch kein Mensch über Dämmung und noch schon gar nicht über Cradle und Cradle gesprochen hat. Von diesen 70% haben wir jetzt ein Drittel saniert. Das heißt, wir haben noch 9 Millionen Gebäude, die energetisch einen Standard haben, der über 40 Jahre alt ist. 9 Millionen Gebäude, das sind einzelne Häuslebesitzer, das sind, ich wohne in Berlin in einer Altbauwohnung, das gehört alles mit dazu. Wir reden also davon, dass wir 9 Millionen Gebäude uns erlauben, noch nicht saniert zu haben. Und wir jetzt von Cradle to Cradle reden und sagen, was für eine Infrastruktur brauchen wir, was für Prozesse brauchen wir, um diese Gebäudesanierung innerhalb der nächsten 30 Jahre bis 2050, das ist die nächste Wahrheit, die heute früh schon mal gesagt wurde. Wir behaupten auf dem Papier, bis 2050 hätten wir Zero Emission im Gebäudebestand. Das ist das 2-Grad-Ziel. Okay? Wir haben, um das umzusetzen, dann müsste man von diesen 9 Millionen Gebäuden, müsste man jedes Jahr 2% sanieren. Möglichst nach Cradle-to-Cradle-Standards. 2%. Sie wissen besser als ich, wo wir liegen. Wo ist die Sanierungsrate? Unter 1%. Mit abnehmender Tendenz. Auf internationalen Konferenzen behaupten wir, wir würden das schaffen. Wenn ich mit 0,9% Sanierungsrate 2% bräuchte, wir schaffen das nicht. Also da muss was passieren. Und da müssen wir massiv nachlegen. Und wir haben Projekte dazu, wir haben ganz viele Projekte dazu und tatsächlich versuchen wir, das was wir hatten letztes Jahr auch einen ersten Aufschlag zur Richtung Cradle to Cradle, das was Sie sagen, wir müssen diese Prozesse ganz von Anfang an neu denken. Wir haben mal versucht, die Leute zusammenzubringen, die es braucht. Wir haben es mal versucht für Handys, wir haben es mal versucht für normale Gebrauchsgegenstände. Wen müssen Sie alles einbinden, damit dieses Konzept nachher aufgeht? Das ist irre. Und extrem schwierig und super spannend. Und jetzt, ich muss jetzt nicht ewig reden hier, ich bin, nachdem ich jetzt hier sitze, wie jedes Mal, wenn ich bei der Stiftung Lebendige Stadt bin, bin ich begeistert von dem Beitrag, den die Kommunen leisten. Wir werden das nur schaffen, wenn wir alle verstanden haben, um was geht. Und wenn ich hier heute herkam, habe ich gedacht, man muss vielleicht noch irgendwas über Dekarbonisierung reden. Nix. Das ist durch. Auf Ihrer Ebene, Sie wissen, um was es geht. Das macht übrigens auch Herrn Schellenhuber optimistisch, der hier ums Eck sitzt. Der hat das Thema Dekarbonisierung vor 10 Jahren überhaupt kreiert. Wir reden seit 10 Jahren jetzt drüber, aber innerhalb von 10 Jahren haben wir es zumindest verstanden, was die Aufgabe ist. Finde ich sagenhaft als Sozialwissenschaftler. Wir brauchen jetzt nicht 2 Generationen, bis wir es verstanden haben, wir es verstanden. Wir brauchen Unternehmen, die sagen, wir wissen, wie wir es machen müssen. Wir brauchen diese technischen Lösungen. Und wenn wir vielleicht nachher in der nächsten Runde noch dazu kommen, jetzt muss ich noch die Häuselbauer dazu kriegen, das ja wirklich machen. Aber das, was ich heute gehört habe und die Bürgermeister, mit denen ich gestern geschafft habe, die Fluchtdistanz zu überwinden, die haben mir alle unisono, und das verstehe ich auch, sie sagen, warum schreibt er uns so blöde Briefe? Wir tun doch alles, was wir können. Da haben sie recht. Sie werden gerade geprügelt für was ganz anderes. Nachdem ich mit denen gesprochen habe, sagen wir in Esslingen, hier in Potsdam, überall machen sie Zero-Emission-Wohnquartiere. Das ist fantastisch. Super. Und das sind die Beispiele. Wenn sie die nicht bringen, dann kriegen sie einen kleinen Häuslebauer und einen Eigenheimbesitzer wie mich nicht dazu, das nachzumachen. Insofern, ich gebe Ihnen komplett recht, es passiert unendlich viel auf der kommunalen Ebene. Und wir haben als DUH, allerletzter Satz, wir haben neben der Abteilung Jürgen Resch, das ist Attacke, wir haben eine Abteilung, die heißt Kommunaler Umweltschutz, das ist meine zweitliebste Abteilung nach der Abteilung Attacke, weil ich glaube, dass die ganzen Lösungen, die wir brauchen, die müssen ins Werk gesetzt werden und ohne die Kommunen als Beispiel und als Organisator von diesem Prozess, der ansteht und als Moderator dann bei dem, was Sie umtreibt und was ihr wollt, wird da gar nichts gehen. Ich glaube, Herr Wilms hat ja ganz gut aufgeführt, was eigentlich passieren muss. Ich würde jetzt nochmal nachfragen, was muss denn Politik tun oder welche Ebenen können denn jetzt was tun? Denn ich sage mal, die Abfallentsorger machen ja nur das, was gerade an gesetzlichen Vorschriften da ist, setzen sie um.
ist ja logisch und organisieren, dass das gemacht wird. Was brauchen wir denn jetzt an Vorgaben, an Rahmenbedingungen, damit das auch tatsächlich umgesetzt wird, was Sie ja sehr zu Recht beschrieben haben, dass die Rohstoffe irgendwann weg sind, dass wir die Möglichkeiten gar nicht haben, andere zu bekommen. Bei den seltenen Erden ist das ja auch so. Nur mal so ein Beispiel, wenn wir die Handys uns anschauen, es werden wirklich 9 Elemente aus 40 überhaupt recycelt und vielleicht 1% der Gesamtmenge. Das ist ja gar nichts. Und Handys haben eine immer kürzere Lebenszeit. Was brauchen wir denn da an Rahmenbedingungen? Vielleicht noch eine zusätzliche Information zu dem, in welchem Kontext das stattfindet. Was wir da brauchen, ist neben dem Thema Klimaziele umsetzen und Ressourcenverfügbarkeit herstellen, bedeutet es, wir brauchen eine eigene Rohstoffstrategie als Bundesrepublik Deutschland. Warum? Weil andere auf diesen Märkten längst unterwegs sind und sie sind extrem schnell unterwegs. Ja, ich nehme mal ein Beispiel. Wenn Sie in Afrika eine Kupfermine besuchen, dann steht da: Herzlich willkommen, Sie besuchen das Eigentum der Volksrepublik China. Wie haben die das gemacht? Sie haben Stadien gebaut, Fußballstadien in Afrika, und sind bezahlt worden mit Schürfrechten. Ja, sie haben gesagt, das wird zukünftig ein knappes Gut. Die ganze Welt ist unterwegs und redet über Elektromobilität etc. Kupfer wird dabei eine entscheidende Rolle spielen. Das kaufen wir. Gerade stecken sie 1 Billion Dollar in den Aufbau der Seidenstraße. Wir alle lesen davon. In Duisburg endet zum Beispiel die Bahnstrecke der Seidenstraße, endet heute schon in Duisburg. Was machen die? Sie bringen Waren aus China und auf dem Rückweg nehmen sie Rohstoffe mit. Ja, also wir sind da nicht im luftleeren Raum, sondern wir sind in einem echten Wettbewerb über die Frage, wer hat die schnellste und wer hat die effizienteste Möglichkeit, hier auf diese Rohstoffe zuzugreifen. Und natürlich sind die mit ihrem Demokratiemodell, nennen wir es mal so, ein bisschen schneller als wir. Ja, sie sind konsequenter, sie verfügen über Geld, Klammer auf, dass sie sich geliehen haben, Klammer zu, und sind sehr konsequent da drin. Was wir brauchen ist, wir brauchen die Anforderung an Politik, das war die Frage, nämlich zu sagen, nimm zukünftige Knappheiten jetzt nach vorne und sorg dafür, dass im Rahmen von Produzentenverantwortung der belohnt wird, der etwas richtig macht, und der bestraft wird, der etwas falsch macht. Ansonsten brauche ich ja keine Politik, dann kann ich das alles dem Markt überlassen und dann ist alles prima. Wenn wir also in unserer Zielhierarchie sagen, Klimaschutz ist uns etwas Wichtiges, und unter Tränen hat unsere letzte Umweltministerin in Paris das Abkommen unterzeichnet, dann müssen wir diesen Tränen jetzt auch mal Taten folgen lassen. Dann müssen wir sagen, alles das, was zu machen ist zum Thema Klimaschutz, das müssen wir jetzt tun. Dazu gehört aber auch, den Mut zu haben, dem CO2 einen Preis zu geben. Wenn ich im Klimaschutz einen Preis gebe, dann setzen sich Produkte durch, die in der Klimabilanz deutlich besser sind als andere, die es nicht sind. Ja, den Mut muss ich haben. Und das muss ich auch übertragen auf alle möglichen Formen, auch von Mobilität. Ja, nehmen wir ein Beispiel. Aus den Biotonnen, die wir bei Ihnen in den Kommunen sammeln dürfen, da kann man intelligente Sachen draus machen. Ja, wir haben 2 Kommunen, in Pullheim und in Erftstadt, wo wir den Bioabfall sammeln, aus dem Biogas machen. Das Biogas wird umgewandelt in Erdgas und damit treiben wir Fahrzeuge an, die leiser sind, die keine NOx-Emissionen haben, die deutlich, da wollten Sie, glaube ich, gleich nochmal was zu sagen, die auch deutlich interessanter in der Antriebsstruktur sind. Das ist alles etwas, wo man sagen muss, der das tut, muss besser gestellt werden als derjenige, der das nicht tut. Und wir haben einen ersten Hoffnungsschimmer, nämlich im neuen Verpackungsgesetz, das setzt an am 01.01.2019. Da steht drin, wer Verpackungen so herstellt, dass sie recycelbar sind, ne? Also was der Mensch verbindet, das soll er auch trennen können. Und zweitens, die aus Rezyklaten bestehen, der soll weniger Lizenzentgelt bezahlen, als derjenige, der das nicht tut. Wenn das für Verpackungen richtig ist, in allen unseren gelben Säcken pro Einwohner und Jahr sammeln wir 29 Kilogramm pro Einwohner und Jahr. Sensationelle 29 Kilo, und die ganze Republik redet darüber. Wann reden wir mal über die 1,5 Tonnen Auto, die da vor der Tür stehen? Ja, also wenn das Prinzip richtig ist, dann müssen wir es übertragen auf andere. Und also die Kombination aus, wir brauchen ein vernünftiges Ziel. Das Ziel braucht eine marktwirtschaftliche Maßnahme, die dahinter steht. Also stell den besser, der dem Ziel genügt, und stell den schlechter, der das nicht tut. Dabei alle möglichst einbinden und daraus eine Not schaffen, sodass man erfinderisch wird da drin. Darf ich nochmal nachfragen? Ich habe ja vorhin ein Modell erwähnt, was ja vielleicht für die Kommunen auch sehr interessant ist. Also wenn Sie zum Beispiel auf Solarenergie setzen und Solarpanels in Ihren Neubaugebieten einsetzen wollen, müssen Sie die heute kaufen.
Wenn Sie die kaufen, gehen Sie nach dem Preis. Der Preis ist im Moment von den chinesischen Anlagen viel billiger als alle anderen, haben aber den großen Nachteil, dass die Wirkungskraft von denen ungefähr nach 5 Jahren schon zur Hälfte reduziert sind, während die Anlagen, die bis vor kurzem in Deutschland gebaut worden sind, zum Beispiel so eine Schüko-Anlage, nach 19 Jahren noch 93% der Kapazität hatte. Können Sie als Recyclingwirtschaft, als Abfallwirtschaft, als Rohstoffwirtschaft, können Sie Wirtschaftsmodelle anbieten, die den Kommunen ermöglicht, dass sie sozusagen diese Angebote eben als Leasingmodell, als Lichteinfangmodell, also als Servicemodell kaufen können? Das ist ja das, was die Bürgermeister hier interessiert, wenn sie das machen wollen, damit sie eben nicht die billigste Anlage kaufen müssen, sondern die, die wirklich effizient ist. Ja, die Möglichkeiten gibt es. Es gibt die Möglichkeit, Sie haben es eben mal angesprochen, ich kaufe nicht die Lichtanlage, sondern ich kaufe die Helligkeit. Ich kaufe nicht eine Heizung, sondern ich kaufe Wärme. Diese Modelle gibt es in allen möglichen Contracting-Modellen, die bieten wir auch mit an. Wir dürfen aber einen wesentlichen Nachfragefaktor in diesem Markt nicht vergessen. Das ist die öffentliche Hand selbst. Wir haben es in unserem Vorgespräch mal diskutiert. Wenn man das möchte, dass Recyclingpapier eine Power bekommt, dann kann man als öffentliche Hand darin nachfragen. Wenn man Stand heute kauft die öffentliche Hand für 400 Milliarden Euro Produkte pro Jahr ein. Wenn man das will, dass das, was man unterschrieben hat, alle Staatssekretäre aller Ministerien haben unterschrieben, dass wir nach den Kriterien von Green Public Procurement einkaufen wollen. Das heißt, wir wollen eher grünere Produkte, eher nachhaltigere und dann eben auch die, die länger nutzbar sind, die auch eine längere Wirkungsdauer haben, die recycelbar sind und die aus Rezyklaten bestehen. Wenn wir die einkaufen wollen, dann müssen wir endlich den Menschen, die armen Schweine sind, die jeden Tag dieses hochtechnisch komplizierte Ding machen müssen, denen müssen wir Hilfe geben. Also wer bei Ihnen in den Kommunen heute einkauft, der braucht Hilfe bei der Frage, weil wir sind in technisch hochkomplexen Welten unterwegs. Ich würde mir wünschen, dass es ein Label gibt, woran man erkennen kann, wie ich heute bei einer Waschmaschine erkennen kann, die ist rot, wenn die in ihrem Leben viel Strom verbraucht, die ist gelb, wenn die so in der Mitte ist und die ist grün, wenn sie wenig Strom verbraucht. Da liegen Kriterien hinter, die kann man bewerten. Und der Verbraucher sagt, alles klar, ich kaufe rot, gelb oder grün ein. Die öffentliche Hand bräuchte dann nur zu sagen, ich kaufe nicht rot, ich kaufe nicht gelb ein, ich kaufe das ein, was grün ist und darin mache ich meinen Preisspiegel. Dann hätten wir einen starken Nachfrageschub nach diesen Dingen. Ich würde mir auch wünschen, und vielleicht lassen Sie mich das als letztes Beispiel sagen, ich würde mir auch wünschen, dass in den Bereichen, die von der öffentlichen Hand stark und von Politik stark subventioniert werden, dass wir da das Kriterium von Recycelbarkeit einfach mal mit einbauen. Mein Lieblingsbeispiel ist das Thema, wir stellen alle um von Atomenergie auf Windenergie. Ja, wir steigen aus der Atomenergie raus, weil wir nicht wissen, was wir mit dem Abfall hinten raus tun sollen. Der ist nämlich so gefährlich, dass es niemanden gibt, der ihn versichert. Und wir steigen um auf Windenergie und geben im dreistelligen Milliardenbereich Subventionen aus. Aber die Anforderung, dass diese Windkraftanlagen nachher wieder rückbaubar sein müssen, diese Anforderung hat kein Mensch gestellt. Also ist sie auch nicht erfüllt worden. Rotorblätter bestehen heute aus Glasfaser oder aus Kunststofffaser verbunden, Carbon verbunden, die nicht recycelbar sind. Übrigens, sie sind noch nicht verbrennbar. Ja, was machen wir denn damit? Dann machen wir es wie so in der Steinzeit, wir buddeln alles wieder in die Erde und sagen, moderne Industriegesellschaft, wir haben den Wandel hingekriegt, raus aus der Atomenergie, rein in die Steinzeit. Also das Problem ist das gleiche geblieben, Gott sei Dank nicht ganz so gefährlich, aber ich würde mir wünschen, dass bei solchen Großinvestitionen, die auch mit Subventionskraft hinterlegt werden, es die Anforderung gibt, dass wir das kreislauffähig halten müssen. Das ist übrigens bei den Solaranlagen genau das Gleiche. Und die seltenen Erden sind da auch drin, die kriegen wir im Moment auch noch nicht raus. Die übrigens nicht selten und auch keine Erden sind. Ja, genau. Genau. Heißen nur so im Volksmund. Ich wollte es nur erklären für die... So, Herr Kechel hatte auch dazu noch... Ich hab mir jetzt Gedanken gemacht, um die erste Frage zu beantworten. Bin nicht so weit. Sie haben gefragt, wo man ansetzen muss. Man muss bei allem ansetzen. Als allererstes würde ich sagen, wenn ich jetzt also gucke, es geht um 9 Millionen Gebäude, es geht um die neuen Gebäude, die wir bauen, alles, was wir tun, muss unter kompletten anderen Herangehensweise passieren. Also allererste ist, glaube ich, Bewusstsein für das Problem schaffen. Ich mache jetzt mal einen Test.
Wie viel Sprit pro 100 Kilometer verbrauchen Ihre Autos? Behalten Sie sich im Kopf. Wie viel Energie pro Quadratmeter Wohnfläche verbraucht Ihre Wohnung? Sie kommen alle aus der Branche, Sie wissen es natürlich. Wenn ich diesen Test mache bei normalen Menschen, dann gucken die mich kariert an. Wir haben gar keine Vorstellung. In Wirklichkeit ist so ein unsaniertes Haus, das verbraucht ungefähr so viel Energie wie ein Mittelklassewagen, 15.000 bis 20.000 Kilometer im Jahr. Das ist exakt das gleiche Ding, bloß weiß es keiner. Die wissen höchstens noch, was sie bezahlt haben. Dann ist das, kauft man das Öl ein oder das Gas und dann zahlt man, die Scheiße so teuer. So, da fängt es an. Zweitens, ich glaube, wir müssen unglaublich viel Geld in die Hand nehmen. Da kommt man nicht drum rum. Ich bin 92 in den Osten gegangen, zu meinem Forschungszentrum in Agrarlandschaften rumzuforschen. Ich habe seitdem den Osten wachsen sehen. Wir haben blühende Landschaften versprochen, ganz so blühend sind sie nicht geworden. Aber was wir an Sanierungsleistung geschafft haben in 25 Jahren im Osten, ist sagenhaft. Es ist wirklich sagenhaft, diese Mittelstädtchen in Brandenburg, auch Berliner Osten, ist irre. So etwas Ähnliches brauchen wir, wenn wir sagen, wir möchten diese Kehrtwende hinkriegen. So, dann brauchen wir diese technischen Lösungen, die Sie gesagt haben, dass wir die Prozesse klug steuern. Und dann müssen wir Sorge tragen, dass diese, wir müssen Geld bereitstellen, da gibt es kein Vertun. Sie haben es vorhin auch gesagt, auch Sie brauchen Geld, um die Infrastruktur zu schaffen. Dann müssen wir aber auch Prozesse auf den Weg setzen, dass die Leute, die wir brauchen, um das umzusetzen, die Besitzer von den Immobilien, dass die tatsächlich in der Lage sind, auch an das Geld ranzukommen. Ich habe heute früh beim Frühstück gelernt, in Deutschland gibt es offensichtlich, jetzt hoffe ich, dass ich Ihnen da nicht was zerschieße, 3.500 Förderprogramme für irgendwie energetische Sanierung im Gebäudebereich. 3.500 unterschiedliche Programme, Programmchen. Und wenn ich anfange, mir eine Wohnung zu bauen oder eine zu kaufen und saniere, und ich muss mich da erstmal wahrscheinlich monatelang schlau machen, um was es geht, das kann doch nicht die Lösung sein. Wir brauchen kluge Prozesse. Und wir brauchen Ordnungsrecht. Sie haben es vorhin gesagt, ich weiß, dass es bei vielen von Ihnen, wenn man Ordnungsrecht sagt, dann klingen die Alarmglocken. Ordnungsrecht ist ganz schlecht. Wenn wir nicht eine CO2-Steuer hinkriegen, jetzt ich erzähle Ihnen mal kurz aus Sicht, es gibt knappe Rohstoffe und es gibt weniger knappe Rohstoffe. Der Herr Schellenhuber hat vor 5 Jahren, haben die eine Berechnung gemacht. Damals haben wir alle noch geglaubt, Energie wird knapp, die Energiepreise steigen und wir haben einen wunderbaren ökonomischen Anreiz für jeden, der auch nicht Experte ist, sich energetisch klug zu verhalten. Die Annahme war, Energiepreise steigen. Ich habe das auch lange gebraucht. Dann haben die angefangen zu rechnen und sagen, wie viel CO2 darf denn überhaupt noch in die Atmosphäre gepumpt werden? Sag mal rund 600 Millionen Tonnen. Das ist die Aufnahmekapazität da oben. Wenn Sie alle fossilen Energieträger, die wir heute schon erschließen können, die sich auch lohnen zu erschließen, erschließen würden und verbrennen, wie viel CO2 haben wir dann in der Atmosphäre? 2,8 Milliarden. Die haben hier mal ganz locker weg, das sind Physiker, ohne zu wissen, was sie da für die Gesellschaft für eine Aufgabe da definieren, gesagt, wir müssen 3/4 der fossilen Energien müssen wir im Boden lassen. Da können Sie ewig warten auf preisliche Anreize. Das Gegenteil wird passieren, das kennen Sie vom Wochenmarkt. Wenn Sie Bananen verkaufen, morgens kaufen, was ich, haben Sie da 2 Zentner Bananen rumliegen, um 13 Uhr macht der Markt zu, es ist 12:30 und da liegt immer noch ein 1/2 Zentner rum. Was machen Sie dann? Sie setzen natürlich den Preis hoch, damit Sie einen Anreiz haben. Quatsch, Sie machen das Ding billig. Und mit dem Ding sehen wir uns konfrontiert. Energie für mein Dafürhalten wird Energie nicht teurer, sondern die fossile Energie wird billig werden. Zum Glück haben wir heute Morgen gehört, auch die Erneuerbaren werden billig. Aber in so einem Kontext, und Sie haben es gerade auch gesagt, das ist auch mein Credo, die Not macht erfinderisch, nicht die Dekadenz. Aber wir haben nicht ein Ölproblem, sondern wir haben natürlich zum Beispiel andere Rohstoffe wie Phosphat oder so. Das haben wir. Wir haben ein Riesenproblem, aber nicht in dem Bereich, wenn wir über Energie und Klimawandel reden. Das ist, da haben wir für meinen dafür kein Problem, wenn der Staat nicht ordnungsrechtlich eingreift und wenn wir nicht sagen, wir machen das künstlich teuer. Und zwar das Gut, was knapp ist. Das Gut, was knapp ist, ist die CO2-Aufnahmekapazität. Und wir haben, bis vor 5 Jahren habe ich auch geglaubt, das Gut, was knapp ist, ist das Erdöl im Boden. Offensichtlich ist es nicht so. Und das heißt, wir müssen natürlich uns das bewusst werden. Und wenn wir das nicht schaffen, das zu transformieren in auch einen ökonomischen Anreiz. Ich bin Ökonom. Ich bin am großes Faible für ökonomische Anreize. Das geht schlicht und ergreifend nur über Ordnungsrecht. Und dann reden wir über Vollzug.
Und irgendwann sitzen wir dann wieder da in 20 Jahren, wenn Jürgen Resch noch lebt, versucht diese Vollzugsdefizite, der wird dann aber in Rente sein, dann ist er in Rente, er hört nicht auf, diese Vollzugsdefizite dann praktisch anzuprangern. Aber wenn wir das nicht schaffen, glaube ich, kommen wir nicht weiter. Ja. Aber wir haben, Sie haben ja eben auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass die ganze Frage Biomüll, Kompost, Biogasproduzierung, wir haben ja 75% des CO2s im Boden gespeichert und wir haben viele Aktivitäten, um eigentlich diesen auch loszulösen. Das heißt, wir müssen eigentlich mehr für den Kompost tun. Und da ist zum Beispiel die Frage, wo sind die low-hanging fruits? Ich habe da ein Beispiel, den Sie alle in Ihren Kommunen auch machen können, zum Beispiel sämtliche Papiere, Handtücher, Servietten etc., haben nämlich auch Plastik drin und können deshalb nicht kompostiert werden. Man denkt, das sei Papier, gar kein Problem, kann man alles in die Komposttonne werfen, ist nicht so. Fordern Sie bei Ihren Anbietern auf jeden Fall die Handtücher, Servietten etc. ohne Nassstabilisatoren an, die aus Kunststoff sind. Dann können Sie nämlich die Dinge auch kompostieren und haben wir gleich wieder etwas, was Sie entweder zu Kompost machen können oder eben zu Erdgas oder LNG, was wir zum Beispiel jetzt auch in den Schiffen einsetzen, die ich bei AIDA betreue. Also auch noch ein wichtiger Punkt, um auch weiterhin zum Beispiel Antriebe für Ferngeschichten zu machen. Das werden wir nämlich nicht mit Elektromobilität hinkriegen. Was sehen Sie noch für low-hanging fruits? Also ich glaube, damit man versteht, warum man die so schnell wie möglich mitnehmen muss, muss man, glaube ich, nochmal das unterstreichen, was er gesagt hat. Nämlich, wir sind in einer planetaren Begrenzung. Wir sind planetar begrenzt, was unsere Rohstoffquellen betrifft. Ja, es gibt den sogenannten World Overshoot Day. Das ist der Tag, an dem haben wir mehr Rohstoffe verbraucht, als die Erde selbst wiederherstellen kann. Der kommt in jedem Monat, in jedem Jahr kommt er immer näher. Im letzten Jahr war der, glaube ich, der 16. August, dieses Jahr war schon der 1. August. Ja, das dauert nicht mehr lange, dann ist das vor Januar. Das heißt, dann, spätestens dann braucht man eine zweite Erde. Ja, dann wird es wirklich auch schwierig. Ja, genau. Ja, dann bekommt der Begriff seltene Erde eine völlig neue Dimension. Ja, genau. Also das heißt, das ist die eine Begrenzung. Die eine planetare Begrenzung heißt, wie viel haben wir an Rohstoff in der Erde? Die zweite ist, wie viel dürfen wir an CO2 da noch hochschicken? Und ich sage Ihnen mal was zu dem Thema im biogenen Bereich, wo wir schnell was erreichen können. Phosphor, Sie haben es gerade angesprochen, ist einer der Stoffe, der unterschiedliche Berechnungen sagen, zwischen 67 und 130 Jahre halten wird. Ohne Phosphor gibt es auf der Welt kein Leben. Jede Pflanze, jeder Grünstoff braucht Phosphor. Wir Menschen auch übrigens, ne? Das liegt schon allein an der Nahrungskette. Ja. Aber auch für unseren Knochenaufbau und so weiter brauchen wir das. Genau, also genau dafür brauchen wir es. Wir brauchen es auch in der Nahrung und wir brauchen es in ganz vielen industriellen Prozessen etc. Es gibt inzwischen ein Verfahren und auch in der Koalitionsvereinbarung der aktuellen Bundesregierung steht es drin. Lass uns gucken, dass wir mehr Klärschlammverwertung in Richtung Phosphorgewinnung machen. Also mein Unternehmen hat zum Beispiel ein Verfahren entwickelt, viele andere Unternehmen auch, indem wir aus der verbrannten Asche von Klärschlamm wieder Phosphorsäure gewinnen können. Wenn das richtig ist, dann lassen Sie uns das zusammen tun. Also mein Unternehmen betreibt zum Beispiel hier in Potsdam sehr erfolgreich mit der Stadt, was hier STEP heißt, also der nächste Step in Richtung Zukunft, die gemeinsame Stadtreinigung, Winterdienste etc. betreiben wir zusammen. Solche Aktivitäten kann man auch zwischen Privatwirtschaft und Kommunalwirtschaft gemeinsam machen. Also wenn man sagt, das ist der richtige Weg, dann muss man ihn auch beschreiten. Aber ich sage es auch deutlich, die Verbrennung von Klärschlämmen ist deutlich teurer als die bisher übliche Ausbringung auf die Äcker, die irgendwann verboten wird. Also die eingeschränkten Ausbringungszeiten treffen uns heute schon. In bestimmten Regionen geht es gar nicht mehr. Das heißt, da rollt etwas auf uns zu, wo ich, und da bin ich vollkommen bei Ihrem wirtschaftlichen Anreizsystem, sage, der sich da drin als First Mover am schnellsten bewegt, muss besser gestellt werden als derjenige, der das nicht tut. Also, wenn wir Anreize lenken wollen, dann lenken wir sie richtig auf der Basis knapper Mittel. So, jetzt zeigt uns die Ampel rot. Sie wollen alle zum Mittagessen. Wir haben, glaube ich, Dinge nur anreißen können, kleine Piekser geben können. Aber wenn Sie wollen, kommen Sie noch auf uns zu. Sie können auch bei uns auf der Webseite nachschauen. Da gibt es viele Anregungen. Ich sehe hier Stefan Kohler, der damals schon in Niedersachsen in der Energieagentur das Contracting-Modell eingeführt hat, was sozusagen ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Lassen Sie uns das wieder revitalisieren. Das ist nämlich ein ganz wichtiges, gerade für die Kommunen. Da können Sie auch wirklich Geld mitsparen.
Und ich bedanke mich, dass Sie so aufmerksam zugehört haben und bedanke mich auch bei meinen beiden Mitdiskutanten, wobei wir, wie gesagt, nicht unbedingt viele Lösungen gefunden haben, aber ich glaube, einige Themen, die richtig angekreuzt haben. Und danke, Andreas Mattner, für die Einladung.